So, dann könnt ihr da mal anwachsen. Und dann würde ich mal hier oben vielleicht so dieses Schiff hier rüber kippen. Ach komm. Ich war gerade am Überlegen, ob ich nicht irgendwie mit meinen Leuten erstmal Sachen einsammeln soll, aber 50, 50, 50. Kannst dann ja wieder zurückbringen. So, Kakaoplantage passt hier nicht mehr hin. Die auch nicht. Ja, gut. Wir hätten vielleicht doch ein paar mehr untergebracht, wenn wir ein bisschen strategischer geplant hätten. Aber sei es drum. So, gibt es hier noch Kakao? Ja, hier gäbe es Kakao. Das habe ich jetzt natürlich alles auf Baumwolle umgemacht. Das heißt, eigentlich könnte ich hier an der Stelle ein paar, vielleicht so zwei wegmachen. Ich meine, es ist natürlich jetzt massivst gerechnet auf Baumwolle. Aber Baumwolle kann ich ja hier oben noch machen. Dann können wir hier unten noch ein paar Kakaofelder hinbauen. Jetzt würde ich erstmal den da nehmen. Wenn uns danach der Kakao halt wieder ausgeht, dann können wir ja noch mal machen. Das Schiff müsste aber langsam mal ankommen, oder? So, 1, 2, 3, so Dinger habe ich. Sind die voll ausgelastet? Es geht so. Wähl 1, 2, 3, 4. Eine braucht ja eigentlich 4, oder nicht? Weil eigentlich die zwei, die könnte ich ja wegmachen. Dann könnte ich daraus Kakao-Dinger machen. So vom werkzeugtechnisch hätte ich das auch da. Ich könnte sogar mal drüber nachdenken, ob wir da nicht vielleicht sogar hier noch eine hinkriegen. Das wäre dann. Ja, und der wäre so. Dann wird man halt ein paar Kurven fahren. Das müsste eigentlich fast gehen. Ja gut, das gibt hier eine kleine Überschneidung. Da wäre eine kleine Überschneidung. Der wäre quasi hier. Dann müsste ich den ja bis hier runter gehen. Da hätte ich da eine Überschneidung. Deswegen, das bringt brächte mir nichts. Deswegen, okay. Das heißt, ich kann da wirklich nur zwei so Kakao-Dinger hinsetzen. So, aber dich kann ich jetzt auf jeden Fall ausladen. Dich kann ich ausladen und dich kann ich ausladen. Dann kann ich euch mal das Schiff mal dahin knallen. Und dann kann ich hier mal sagen, ich baue eine neue Kakaoplantage. Ja, wie jetzt? Seid ihr noch nicht reif? Okay, egal. Kommt. Ich will mir da keine großen Gedanken mehr drüber machen. Ich kann das Zeug eigentlich auch wieder einladen. Weil arg viel mehr brauche ich da sowieso nicht. Plupp. 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 Und dann fahren wir wieder nach Hause. Und wie gesagt, hier ist ja mit Stoffen eigentlich echt genug. Du. Bam, bam, bam.
Eins, zwei, drei, vier. So, du kannst mal Ruhe machen. Tam. Du kannst auch mal Ruhe machen und du kannst auch mal Ruhe machen. Die brauche ich gerade alle nicht. Die brauche ich vielleicht später nochmal. Aber gerade wirklich gar nicht. Oh, Kakao. 97. Dich können wir hier alles ausladen. So, und der hier ist wieder auf dem Weg. Und was bringt der? 12 Tonnen Kakao. Ey, wir haben die nächste Kakaoplantage. Das heißt, das wird uns wieder ein bisschen, ein Weilchen etwas genügen. So, das wäre 94 Tonnen. Jetzt ist die Frage. Kommt der rechtzeitig vor 96 Tonnen an, dann wäre das ja schon wieder ein Indikator dafür, dass es gerade die Schwelle ist. Aber es sieht mir nicht so aus. 92 Tonnen, ja. Aber wie gesagt, das war schon wichtig. Und theoretisch sollte ich da hinten wirklich noch zwei Dinger hinbauen. Und 103 Tonnen. Und wir verkaufen wieder drei. Ah, nein, das war kein Handelsschiff. Wunderbar. Okay, das war Lebensmittel, oder? Ja. Das heißt, ich gebe euch mal wieder Rohstoffe. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Siedler hier loswerden. Schade, dass ich nicht sagen kann, wer sich entwickeln soll. Schade, dass ich nicht sagen kann, hey, ihr seid Siedler. Wunderbar, sind noch sechs. Sechs Siedler in so einer Hütte. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Nein, Feuer, Feuer. Oh nein, lösche doch das Feuer, meine Freunde. Naja, vielleicht verrecken die Siedler jetzt. Also ich meine, wenn ihr aber noch ein Feuer legt, dann könnt ihr euch nicht zu Bürgern entwickeln. Das ist ja dann Primatengedönse. Ja. Alles ist gut. Juhu. Kein Feuer mehr. Hey. Du. Die dum, die dam, die. Die dumm, diddledei. So, wir schauen nochmal, was sagt der Kakao? Der Schmuck nähert sich bald der magischen Grenze. Stoff ist noch in Ordnung. Und wir haben keine Siedler mehr. Juhu! Juhu, wir haben die Siedler alle losgeworden. Wir sind die Siedler alle los. Wir können hier noch eine Siedlung hinbauen. So, wir versuchen weiterhin natürlich ein Auge darauf zu behalten, was so an Bedarf entstünde. Aber Kakao sieht momentan eigentlich gut aus. So, und
Und die Bürger, die schrumpfen und gedeihen. Also, wenn wir halt mehr Kaufleute kriegen. Wir haben bald über 1000 Kaufleute. Das ist aber schön. Wunderbar. Ich würde mal ganz gerne nochmal eine Runde speichern. Und dann beobachten wir das weiterhin. Da können wir eigentlich auch mal auf 10 erhöhen. Verkaufen. Tabak auf 110. Klar, klar. Egal. Schmuck, klar. Stoffe ist cool. Alkohol. Ist okay. Kakao. Müssen wir uns auch angucken, ob das so sein soll. Ich jetzt auch mal auf 110 erhöhen. Gewürze würde ich jetzt erstmal so lassen. Und Tabak sind wir ja bei 110. So. Noch 328 Bürger. Der Countdown läuft. Ach, da haben wir ja auch noch Bürger. Eieiei. Ne, wir haben noch an vielen Stellen Bürger. Hier vorne sitzen auch noch Bürger rum. Ich finde es bloß spannend, trotzdem zu beobachten, wie die jetzt halt alle abhauen. So, ich würde jetzt auch mal wieder die Versorgung mit Baustoffen ein bisschen kappen. Einfach damit wir beobachten können, ob irgendwo ein Mangel entsteht. Also solange es über 100 bleibt, gehe ich mal nicht davon aus. Bei Schmuck haben wir ja gesagt bis 95. Solltest du nicht Schmuck mitbringen? Da sammeln sich die Lebensmittel, da ist der Schmuck. Okay, gemütlich. Oh. Was haben wir denn hier eigentlich? Baumwolle hätten wir hier. Und Gewürze. Das heißt, wir könnten hier wieder halbe halbe machen. Die eine da hochziehen, die andere da hinziehen. Wie gesagt, da hinten würden wir Kakao machen, wenn uns da die... Ich würde es jetzt erstmal in Ruhe sein lassen. Und dann würde ich die hier vielleicht mal sagen, es ist gut. Es ist gut. Und es ist für den Anfang erstmal gut. Wir können hier noch ein paar Wege pflanzen. Da, 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 da. Da ist ein Getreidefeld, genau. Wunderbar. Okay, das funktioniert erstmal alles ganz prächtig. Kakao. Definitiv, ich kann es nicht mehr schönreden. Kakao ist einfach wirklich ein Mangel. Ich meine, da kommt jetzt Kakao. Nein, da kommen Stoffe. Kommen da Kakao? Da kommt Kakao, 13 Tonnen. Aber das ist natürlich noch weit davon entfernt, hier Normalität zu machen. Das heißt, ich schnapp den Zettel, den ich neulich hatte und auf dem Lebensmittel stand, den schnapp ich mir jetzt und dann schreibe ich da Anno 1602 drauf. Anno 1602 und dann sage ich dazu noch Kakao.
Und ich sollte mir merken, dass ich dazu vielleicht sage Replacement. So. Machen hier erstmal. Heute ist der 28., wenn ich das richtig weiß. Yep. Ja, das kann einfach so in den Papiermüll. Wunderbar. Gut. Weil ich denke, ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Ich muss nämlich noch für heute Abend eine Folge produzieren. Ich sollte allerdings parat behalten, dass ich mir Kakao liefern sollte. Wir können theoretisch noch schnell ein Schiff bauen. Zack, zack, zack. Wie gesagt, ich würde jetzt allerdings gern eine kleine Aufnahmefolgepause machen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Das ist jetzt hier alles eine Frage nur noch der Zeit. Das ist jetzt nichts Magisches mehr. Wie gesagt, ich muss halt gucken, dass die Bedürfnisse befriedigt sind. Und dann muss ich die Kaufleute zu Aristokraten hochpepeln und so weiter und so fort. Alles kein Drama. Oh. Die Rau. Habt ihr den Räuber gerade gesehen? Die Sau, ich muss einen Galgen platzieren. Pam. So. Wunderbar. Wie gesagt, also das ist jetzt alles kein Drama mehr. Ich muss allerdings für heute noch eine Folge generieren. Ich habe jetzt ein bisschen aufgenommen, eine Stunde oder so. Das heißt, für heute habe ich auf jeden Fall eine Folge und für morgen und übermorgen auch. Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao mit V. Cheerio. Und ich werde heute Nachmittag dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen aufnehmen. Bis dann. Ciao.